Ja, sagen wir uns mal so, lieber Hallo. Ja, hallo. Alle klar bei dir oder wie? Alle super. Jo, dann legen wir einfach mal los, oder? Legen wir los, komm. Tja, Erik, mein Lieber, unser erster Kooperationsartikel, Berliner Currywurst. Ja. Bitteschön, mein Lieber. Ja, Curry-Paul, großen Dank erstmal, ja. Danke, dass du mir einen Traum erfüllt hast, dass Dr. Sinsen das erste Lebensmittel auf den Markt bringt. Und ich denke gerade, ja, mit dem Glas zeigt man auch, Fashion kann auch bodenständig sein. Kooperation eingegangen, weil es ein feiner Kerl ist, weil wir gemerkt haben nach der ersten Fashion Show, dass wir ein Draht zueinander haben. Wir haben uns öfter getroffen, wir haben über unsere Werte gesprochen, über unsere Ziele, generell über viele Dinge. Und wir haben festgestellt, dass wir viele gemeinsame haben. Und deshalb habe ich gesagt, okay, wir machen gemeinsam etwas. Und das hat praktisch diese Kooperation hervorgerufen. Also bei uns kommt in Zukunft ein neues Projekt. Und zwar werden wir uns sozial engagieren mit einer gemeinsamen Firma. Und da kann man drauf gespannt sein, was wir uns haben einfallen lassen. Das hat natürlich eine lange Vorlaufzeit. Aber wir sind fleißig dabei, weil alle Dinge, die gut werden sollen, die brauchen auch eine gewisse Zeit. Gut Ding hat Weile. Ja, Curry Paul. Geiles Meeting. Danke nochmal wirklich für alles. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Ja, gute Umsätze, mein Lieber. Dankeschön. Lass es richtig krachen. Okay, okay. Hau hin, wa? Ciao. Hallo? Danny? Ja, überhaupt kein Problem. Du, ich war gerade bei Curry Paul. Ich bin in einer Stunde bei dir. Wie viel? Passt perfekt. Hau rein, bis gleich, ja? Danke dir. Tschüss. Danny, hallöchen! Hey. Der Weihnachtsmann ist da. Hallöchen. Grüß dich, hallo mein Lieber. Hallöchen. So schnell kommt meine Bestellung nach Hause? Richtig, komm, richtig. Komm. Geil. Ja, Dr. Sinsen kenne ich seit 2 Jahren. Wir haben das erste Mal miteinander zu tun gehabt, als wir auf der Fashion-Veranstaltung von Dr. Sinsen in Kooperation mit Harald Glöckler zusammen gelaufen sind. Wir wollten damit den deutschen Sport, den deutschen Boxsport ein bisschen wieder in den Vordergrund schieben. Und ja, dort haben wir uns, ich glaube, jetzt haben wir 2020, ja, 2018 kennengelernt. Ja, wie finde ich, dass Dr. Sinsen jetzt auf die Currywurst-Schiene geht? Essen ist immer wichtig, wir brauchen alle Essen. Man kann sich nicht nur auf eins versteifen. In der Mode ist er sehr erfolgreich, hat einen richtig guten Start hingelegt. Mit der Currywurst auch mega. Also ich habe es gerade probiert. Ist für mich als Sportler, als Profisportler richtig fatal, weil sie sehr, sehr lecker ist. Ich drücke ihm beide Fäuste und beide Daumen, dass er da genauso so ein Ergebnis hinlegt wie in der Modebranche und finde es geil, finde es richtig gut. Vorteile an der Currywurst im Glas ist natürlich ganz klar, wir leben jetzt gerade in einer Pandemie. Wir können leider Gottes nirgendwo mehr hingehen und eine richtig geile Currywurst essen. Das ist eine super Alternative, denn es geht schnell. Du kannst es in die Mikrowelle reinhauen, du kannst aus dem Glas essen, du müllst nichts ein, du hast keinen Abwasch, außer die Gabel. Es schmeckt wirklich fantastisch. Ich glaube, ich habe es jetzt gerade eine Minute drin gehabt und es ist hammerhart heiß geworden. Deswegen, also wie gesagt, es mundet, es schmeckt und ich glaube, diese Vorteile reichen aus, um sich das zu erwärmen.
Benni, mein Bester. Hat mich erfreut. Danke für das schöne Paket. Ich wünsche dir was, wa? Persönliche Sommer am schönsten. Richtig. Komm mit nach Hause, bleib gesund, stay safe. Dankeschön. Dir einen schönen Abend noch, wa? Auch hin. Sportfrei. Tschüss. Dr. Sindringen. Hallo Chris, hallöchen. Wie geht's dir? Gut, danke. Guck mal, erstmal ein schönes Paket. Och, danke schön. Darf ich rein? Gerne, komm rein. Toppi. Ich finde super, dass Dr. Sindringen das Currywurst rausbringt. Und dass er sie nach Hause liefert, finde ich noch viel schöner. Da brauche ich nicht extra losrennen und kann von zu Hause weiterarbeiten. Ich kenne Dr. Sindringen ungefähr 20 Jahre. Und er ist ein bodenständiger Typ, der alles gibt, um seine Ziele zu erreichen. Austern oder Currywurst? Currywurst. Das ist eine bodenständige und ehrliche Mahlzeit. Genau die gleichen Eigenschaften hat Dr. Sindringen auch.